herzlich willkommen. Oh, ich hab was gehört. Ja, da. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence im Hardcore-Modus. Ich war gerade das Täschchen holen. Oh, ich friere. Und dann war ich noch was einsammeln hier und dann noch eine Tasche. Und dann bin ich zurück. Denk, oh, es wird schon hell. Hol sie dazu. Und dann hat geknurrt. Ja. So, der ist hier auch fleißig dabei. Ich habe auch die gemacht. Die sind auch fertig. Dann packen wir hier dazu. Da haben wir auch das für die Jacke. So, und ich friere dauernd. Ich würde mal sagen, ich tausche das mal aus. Wenn es noch hell wird, bräuchte das vielleicht nicht so. Aber so, dat, wenn das schlechtes Wetter ist. Ne? Ja, und Seile machen. Ne? Gut, so, das muss hier nicht rein, sondern hier. Zack. Ja, und hier habe ich wieder neue gemacht, ne? So. Zack. Ja, September. Das Wetter wird langsam kühler. Oh. Bleib schön stehen. Aber mal gucken, ist eine blöde. Ach, verdammt, ich habe ihn aber getroffen. Ich gehe jetzt mal ein Stück laufen. Da ist eine Zwiebel. Hier. Da ist er doch, ne? Ja, ist kalt. Ah, jetzt rennt das schon wieder weg, das Vieh. Oh. Ja. Ich glaube, das war's. Mist! Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich das deswegen mit einem Schuss nicht getötet habe, weil das einen höheren Level hatte oder weil ich aus diesem Winkel nicht so guten Headshot machen konnte. Wenn ich da eine Schulter getroffen habe oder so, ist das ja auch nicht verwunderlich. Oh, ist das ein Wetter. Ich friere auch noch. Oh, ich friere aber schon ordentlich runter. Ab rein. Natürlich nehme ich die Schleife hier noch mit. Aber dann muss ich... Oh, meine Ausdauer geht auch runter. Es wird wieder ungemütlicher. Naja. Na, erstmal die Knarre wegstecken. So. Ja, die... Das Gegengift habe ich auch immer noch nicht gemacht. Sag mal, die Knarre, die brauchen wir doch hier nicht. Ah ja, da hat sich was gelohnt. Da müssen wir gucken. Den. Und so rum. Oh, ich muss essen. Ein stolpriger Anfang. Dann haben wir noch ein bisschen was. Ja, und auch... Oh, das geht schon wieder so weg, ne? Ich kann ja mal hier... Essen mal 5. Ja. Boah. Fast voll. Geile Sache, das. Jetzt trinken wir noch einen Schluck. So. Den müssen wir noch nachfüllen. Ah, das reicht nicht. Ja. Hat also die Angelei gestern nicht dazu verholfen, dass wir da unseren Vorrat aufstocken können. Na, friere ich jetzt auch am hellerlichten Tag hier. 4 Grad. Bei 1 Grad fange ich an, ne? Nee, das ist ja da. Ich muss hier unten gucken. 1,5 Grad. Ja, noch nicht. Ist ein bisschen wärmer geworden. War noch, weil so früh morgen war, ne? So. Den können wir jetzt ausmachen. Jetzt müsste das ja gehen, ne? Dann machen wir das jetzt. Nee, die habe ich schon rausgeholt. Da.
die drei. Was war das noch? Schon wieder vergessen. Alles vergessen. Ein Seil, 4 Kleber, 10 Schrott. Ja, habe ich nicht gemacht, das Seil. Na, das geht doch anders hier. So. Ach, da brauche ich 3 für? Oh, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Na gut. Vier Kleber, da habe ich auch, glaube ich, 4 von. Und 10 Schrott wandert, ne? Stimmt das so? Jupp. Seil ist auch gerade fertig. Auf geht's. Mir fehlte noch Stoff, glaube ich, um die Jacke machen zu können, ne? So war es doch. Hohoho. Jawohl. So, die packe ich schon mal in die 7. Mal das Fläschchen hier raufbringen. Oh, da ist das Holz bald alle. Man muss gar nicht losgehen, ne? Man hat ja wirklich genug zu tun. So, den werden wir jetzt oben aufstellen, obwohl bei dem Wetter bringt er uns gar nichts. Da wäre das Windrad besser, aber ich glaube, das Windrad ist nochmal eine Idee teurer, ne? So, den stellen wir jetzt hier hin. Oh. Hier so. Gut. Ja, ja. Aber das macht Sinn. Ja, da kommen wir noch nicht dran. Das macht Sinn, das auf jeden Fall. Der bringt 0,02. Oh, der hat sogar jetzt ein bisschen was. Finde ich gut. Ja, das sind Krümel. Aber... Wie sieht's hier aus? Muss man ja mal so mit anfangen, ne? So. Und dann wollte ich eine Batterie machen. Die hier. Der füllt sich auf bis 100 von allein. Die füllen sich beide auf von alleine. Das kriegen wir alles hin. Dann haben wir das auch. Und dann müssen wir nochmal sparen für so einen Spawn. Das sind nur noch 5. So, hier fehlten noch 4 Stoff. Und da muss ich jetzt zusehen, dass ich die kriege. Dafür mache ich mir am besten ein paar Pfeile. Pfeile waren das, ne? Ah, und Federn, ja. So. So, das muss reichen. Ich kann auch, wenn ich sowieso schon wieder am Kruscheln bin und nichts mache, nichts Gescheites mache, kann ich auch jetzt endlich... das hier so weit abschließen, dass ich hier... Was waren da? 3 Stück noch, ne? Hm. Mach erstmal 2. So, gucken wir mal. War noch... Ich glaube aber, ich brauche 3, ne? Ja, eigentlich 3. Ja, dann wird wohl oben noch der Balkon so ein bisschen ausgebaut, dass ich da besser... oder mehr Platz habe für die Stromerzeuger, aber das ist da nicht so eilig. Na, also hier hätte ich auch ganz gerne so eine Plattform noch. Level 2er. Du kommst mit zu Mutti. Ob du willst oder nicht. Komm. Komm aber gerade, ist leichter für mich. Ja, jetzt nicht lange reden. Bitte Stoff, 2 Stück am besten. Gar keinen. Ey, gibt's das? Ach, jetzt wollte ich das schon rüberziehen. So, gibt's das denn? Hallo? Ihr habt gefälligst Stoff dabei zu haben. Mann. Seh den. So. Frechheit, ne? Das machen die doch extra. Nur um mich zu ärgern. Aber umso mehr von euch müssen ins Gras beißen. Das tut mir ja leid. Nee, eigentlich nicht.
habe ich das alles wieder mitgeschleppt. Ich wollte noch eine machen, ne? So. Wupp. So, der erste haben wir. Die anderen kommen. Dann können wir hier auch von hier aus abdüsen immer und das ist auch ganz gut. Wunderbar, ne? Hier wäre das noch ein bisschen hüpferig, da kann man schlecht gucken, deswegen mache ich da noch einen hin. Da kommt ja sowieso, wenn ich denn alt genug werde hier, so ein richtiger Glaswintergarten mal hin, so ist das geplant. So dass ich dann also hier rumlaufen kann zu meinem Bohrturm, der da stehen soll, und mein Kleintierstall, ohne dass ich da irgendwie Sorge haben muss, dass hier irgendwie so ein blödes Gefiech rumläuft. Ne? Jo. Aber sonst ist das hier soweit fertig. Zumindest hier der Erdgeschossbereich ist fertig, das eigentlich auch. Da ist eine unbewachte. Oh Mensch, verdammt! Verdammt! Schwein gehabt. Das geht immer so schnell. Ich habe euch gehört. Vergesst dein Fleisch doch nicht. Vergesst nicht dein Fleisch. Da ist eine unbewachte Tasche. Die hole ich mir doch jetzt. Wie geht's mir eigentlich? Gut. Gut. Oh, dieses Level 4 Mistvieh da. Aber die Tasche will ich haben. Schnell, 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 schnell. Ja, toll. Hat sich auch voll gelohnt. Und da dreht er sich eiskalt um so. Du hast Schiss? Pff. Da lache ich doch drüber. Oh, 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 oh. Ja, der ist Level 4. Deswegen mag ich mich nicht mit dem anlegen, ne? 200 Lebenspunkte, das ist schon not from bad parents. Also, my lovely Mr. Singing Club. Das kann mit 68 Lebenspünktchen und unaufgerüsteten Waffen ganz eng werden. Haben wir gesehen, was der eine Wolf mir vorhin schon wehgetan hat. Die dumme Sau. So, muss doch mal gesagt werden. Ja, bringe ich weg. Und da hinten habe ich einen Wölfli gesehen. Ich gehe so ein bisschen auf Jagd, auch auf Wölfe. Ich brauche ja den Stoff. Ich möchte zusehen, dass ich mal bald meine Jacke fertig kriege. Eigentlich hätte ich ja am liebsten zwei Pullover und zwei Jacken. Ne, damit im Falle eines Ablesens kurz vorm Winter oder im Winter ich nicht total wieder blöd dastehe. Die Gefahr besteht nämlich durchaus, dass das richtig widerlich wird. Ja, die können wir auch rausholen hier. So. Komm, machen wir den lieber voll. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich wegbleibe. Bisschen Holz mitbringen wäre auch gut. Das ist voll. Da gehört einer rein. Da haben wir schon wieder nachgeladen. Also Pistole schießen wäre gar nicht verkehrt bei einem kleinen Wölfeli. Der ist an. Das ist gut so. Ach, ich wollte noch das Gegengift machen. Das müssen wir heute mal machen, ne? Und angeln. Der Kühlschrank soll voll werden, bevor der erste Schnee kommt, beziehungsweise bevor der zufriert hier. Der. Ach, ich muss ja auch noch tauchen. Ich habe noch gar nicht genug Salate. Also. Oh, jetzt donnert es hier in Real. Hier in Kiel. Heute am 21. Es ist abends 21.37 Uhr jetzt und rumpelt draußen. Ich habe erst gedacht, hä? Aber das ist realer Donner. Ich habe das Fenster auf Kipp. Deswegen könnte das vielleicht sein, dass man da mal was hört. Hört, hört. So, machen wir hier. Dass die alle keinen Stoff dabei haben, ist eine Frechheit, Sondershausen. Sind die da nicht so verpflichtet? Ich meine, die können doch nicht ohne Pelz rumlaufen. Oder? Weiter. Und du sagst mal, was du bist. Wenn du ein Level 2er bist, kommst du mit. Ansonsten überlege ich mir das nochmal. Das ist ein Level 2. Du musst leider mitkommen. Ich brauche Stoff. Weh, du hast auch keinen Stoff dabei. Ja, hier. Na, hier.
Ja, ich gucke mich immer um, wenn ich geknallt habe, weil ich immer... Weiß ich... Ja, bitte. Weil ich immer so ein bisschen denke, das muss doch vielleicht ein Bär gehört haben oder ein anderer Wolf. Und der dann... Ne? Wäre ja eigentlich... Ich kann nicht anders. Ich habe Krach gemacht, also rechne ich damit, Aufsehen erregt zu haben. Ein Stöffchen. Aber die Wölfe merken langsam, dass mit mir nicht mehr so gut Kirschen essen ist, ne? Is not so good cherry eating with her. Jetzt habe ich große Fresse und nachher habe ich tot. Da ist er immer so. Ich darf jetzt nicht sagen, oh, ich bin ja lange nicht mehr gestorben, ne? Das wäre so ziemlich das Letzte, was ich so sage vor dem nächsten Tod. Na komm, ich nehme ein bisschen. Ich gehe erstmal die Hände waschen. Jetzt haben wir näher die Krätze, die Seuche am Hals. Was gar nicht so gesund ist. Eigentlich nur teuer. Na, nun mach schon. Ich mach jetzt hier die drei Bäume. Dann gehe ich ins Wasser und gucke, ob ich noch mal ein paar Salate finde. Und dann machen wir zwei Gegengifte. Ich glaube nicht, dass ich so viel finde, dass ich drei machen kann. Und damit geangelt. Ja, ist ein guter Plan. Und wenn ich jetzt Voucher wäre, dann würde ich das alles sagen und nichts davon machen. Weil ich immer abgelenkt werde. Ja, setz du dich mal auf die Kiste rauf, du Bär. Ist ja wohl dreist. Hä? Nee, ein Schatten. Hätte ja sein können. Aber was ist das für ein Bär? Waren brauner, die sind sowieso stärker, ne? Na, ich bin ja nicht Voucher. Ich mach das jetzt, wie ich das gesagt habe. Aber da sind immer so komische Schatten, dass ich meine, da wäre so ein Kraut, aber... Verarscht mich immer nur. Naja, machen ja alle anderen auch. Warum soll das Kraut das dann nicht machen, ne? Aber man gewöhnt sich dran. Oh, da ist eine Kiste jetzt. Am Strand. Und da... Hä? Ne, das ist ein Schatten, der Schatten von mir. Auch nicht schlecht. Oh, da hinten ist aber ein Kraut. Und hier ist der hier. Wenn wir da schon mal sind. Na, ich habe ja auch ein paar verbraucht. Die braucht man auf jeden Fall. Einige von. So. Und dann war jetzt hier noch so ein Kraut. Da. Das hole ich noch. Vielleicht hole ich die Kiste noch und dann geht's aber rein. Bisschen zeitiger nach Hause gehen heute. Ich habe noch was vor. So, mal eben gucken, ob noch was zu sehen ist. Da ist ein Hühnchen. Ich sehe nichts. Nüscht. Ja, nun komm, lass mich raus. Ja, langsam. Jetzt. Zwei. Ne, das ist das Gute. Deswegen habe ich das gemacht. Da kann ich auch von der Seite hier auf die Tralafiti gehen. So, das Faserchen hier eingesteckt. Und dann zu der blauen Tasche. Genau, und dann rein. Okay. Ja, ich muss auf jeden Fall angeln. Ich meine, ich glaube, das friert erst im Dezember oder so zu, ne? Da ist ja noch Zeit, ne? Aber bis auf eine Reihe möchte ich das alles mit Fischfilets voll haben. Und dann versuche ich auch mit möglichst wenig auszukommen. So, den hauen wir uns jetzt rein.
trinken wir schon mal. So, die hatten wir. Wo waren die denn? Hier. Immerhin 8, ja. Hm. Dann holen wir das schon mal raus. Ja, 10, dann 11. Wir brauchen dann nur 10. Mehr geht ja nicht. So, dann haben wir den. Hab ich den eigentlich immer hier hingepackt? Ich weiß das nicht. Schwupps. Und ein Stöffeli, den haben wir ja vor. Hier fehlen immer noch 3. Mein Gott, ich brauch doch diese bekloppte Scheißjacke. So, dann. 3 von dem Zeug. Also 6. Hier. Haben wir. Und jetzt 2-mal Leber. Und dann können wir das machen. Pleng, pleng. Und den können wir futtern. So. Und jetzt machen wir das voll mit Wasser. Und dann gehen wir schon fast angeln. Schwupps. Ist da oben schon was reif? Kann ich ja noch mal eben gucken gehen, ne? So. Der ist da auch gleich fertig, ne? Ja. Dahin. So, das sind immerhin schon mal 4. Dann ist das schon mal ein Anfang. Was ist denn eigentlich hier so los jetzt? Wieso hast du so wenig Strom? Na, den lasse ich aus. Erstmal noch. Der soll sich das von alleine voll machen. Ja. Es geht halt schon bald mit der Brunftzeit los für die scheiß Elche. Ja gut, dann gehen wir an. Angel. Angelköder 8 Stück. Also da ist ein bisschen früh jetzt, fürchte ich. Moment, ich muss mal eben was richten hier. Hier zwickt es. Oh Mann. So. Das sieht schon aus wie eine Basis, ne? Doch, ja. Könnte schlechter sein. Wer wissen will, was ich meine, der schaue sich die alten Folgen an. Oh. Wie, welche? Ja, so die ersten 60 oder so. Na, dann wollen wir mal. Ist noch sehr früh. Ich fürchte, die ersten werden noch nicht so richtig. Naja. Meine Güte, ich bin bald am anderen Ufer. Ich muss das jetzt noch so ein bisschen nutzen, bevor der näher zufriert. Ich glaube, vielleicht schon im November. Aber also auf jeden Fall nicht im September und auch nicht im Oktober. Da brauche ich keine Sorge haben. Das heißt, also ich habe noch bestimmt 10 Folgen oder mehr. 10, 12 Folgen, bevor der zufriert. Aber ich möchte natürlich noch ein paar Muscheln rausholen. Also diese Perlen. Ich möchte noch einiges an Salat rausholen. Das werde ich eigentlich mehr oder weniger nur für Gegenmittel benutzen. Das sind nämlich Sachen, die kann man nicht craften, wenn der See zugefroren ist. Und das ist eine ziemlich üble Geschichte, wenn man krank ist. Man stirbt zwar nicht daran, aber man hat nur die halbe Gesundheit so lange, bis man da so ein Gegenmittel genommen hat. Und wenn man den ganzen Winter, wo es sowieso schon arschgefährlich ist, nur noch die Hälfte hat, wobei man, wenn man sowieso nur 68 hat, dann sind da nur noch 34 oder so, ja, da braucht doch nur mal so ein Wolf kommt einen anrülpsen, fällt man gleich tot um. Ja, ich hab's befürchtet. Die beißen am besten abends in der Dämmerung. Das ist noch zu früh irgendwie, ne? Das bringt es irgendwie nicht. Ah, da fliegen schon die Blätter. Es herbstet. Oh Mann, der Winter. Das dauert noch ein bisschen. Also frühestens im fortgeschrittenen Oktober geht das los, dass wir richtiges Ekelwetter kriegen. Ich habe ja den Pullover eingesteckt, also da kann momentan noch nicht viel passieren. Aber es fängt halt an. So, jetzt hier. Mir gehen die Themen auf, geht die aus. Jetzt kommen mal Fischchen ran. Na, so ist recht. Wieder ein kleiner, wa? Ja, sicher. Natürlich.
Das ist jetzt der vierte kleine hintereinander, ne? Super. Ach ja. Officially. So, der ist jetzt mal nicht so weit geworfen. Die Sonne steht jetzt auch schon mal ein Stück tiefer. Ja. Ah. Oh, das ist ein großer. Ich hatte mir jetzt gerade oben an meinen Brillenbügel gepackt, weil der drückt mir so über die Ohren. Ich habe da noch so einen Haarreif und der Brillenbügel und dann das Headset noch drauf und der drückt mir so. In dem Moment beißt der, ey. Ich habe schon gedacht, ich schaffe das nicht mehr rechtzeitig zu klicken. Ich habe Glück gehabt, das hätte schief gehen können jetzt. Da macht das Spring. Na, das ist doch eine Entschädigung für viermal klein. Jawoll. Jetzt noch so ein. Ja, ich will nicht großartig sein. Mir reicht auch ein Lachs. Aber wenn noch ein großer mitkommen will, ich meine, ich habe noch Platz im Kühlschrank. Na? Fände ich schon gut. Wenn du Level 2 bist, lebst du gefährlich an meinem Strand. Das will ich dir sagen. Da werde ich gleich mal gucken. Wenn du dann noch da bist. Mal sehen. Zack. Ah, ist wieder ein kleiner, ne? Ja. Aber jetzt ist genau die richtige Zeit. Jetzt fängt dazu an. 105, ein Level 3er, das ist so ein Zwischending, ne? Aber ich will mal gucken, ich brauche ja schließlich diesen verdammten Stoff. Müssen wir auf Hasenjagd gehen. Oder ich stelle wirklich so eine Falle auf, aber bei meinem Glück habe ich da nur noch Hühnchen drin. Das heißt, gehe ich mal eben gucken, ob ich den mir jetzt mal eben einkassiere, ne? Aber vorher, bin ja nicht ganz blöd, ne? Mache ich aber doch lieber mal hier einen auf den. Und schmeiß die einfach mal hier rein, solange. So. Und jetzt gucke ich mir das mal eben an, hier mit dem Kameradschnürschuh. Ich glaube, das macht... Nee, ich glaube, das macht mehr. Bleib mal stehen. Ich versuche dir mal so den Kopf zu schieben. Vielleicht kann ich da mehr Schaden mit anrichten. So. Was hat er noch? Nicht gesehen. 59, ja. So, bitte Stoff. Jawohl. Gut. Und Abendbrot ist auch drin. Aber noch ist die Sonne nicht ganz untergegangen. Ich versuche das jetzt noch zu nutzen. Noch mal ein bisschen weiter zu angeln. Ach, das brauchen wir da nicht reintun. So, hier. Zack, zack, zack. Angeln. Einen können wir noch. Bums. So, komm, jetzt noch ein Lachs und so, dann ist das ein erfolgreicher Tag gewesen, ne? Zwei Stoff haben wir, zwei müssen wir noch, damit ich diese Winterjacke habe, weil wenn das richtig widerwärtig wird, dann braucht man das Scheißding. Irgendwie auch keine Baumwollsamen mehr gefunden, seit Ewigkeiten nicht. So. Das war's dann, ne? Na. Na komm. Ich kann's nicht sehen, aber so von der Bewegung würde ich sagen, wieder so ein kleines Dingelchen. Ja.
Ja, ja, war ja klar. Naja. So. Ja, den packe ich jetzt erstmal da drauf. Den machen wir schon auf. Das sieht doch schon gut. Ich hätte ja gerne die Reihe auch noch voll, bevor der zufriert. Dass das hier voll mit Fisch ist. Weil so an Hirschrücken und so, also Elchrücken und sowas, da ist sowieso nicht dran zu denken, vorläufig. Also. Nee. Hä? Moment mal. Echt jetzt? Nee, echt jetzt? Ich hatte da ja noch welche. So blöd muss man erstmal sein. Ah nee, muss ja andersrum. Hier, so rum. Oh nee, das war's, ne? Ja, mach doch, Mensch. Mach doch diese scheiß Jacke endlich. Ich hatte da noch welche liegen. Das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel gehabt. Da habt ihr bestimmt die ganze Zeit gebürgt. Boah, ist die blöd. Ja, ich weiß. Aber man gewöhnt sich dran. Ans Blödsein. So. Ja. Jo, düster es ist. Ich mache mir das jetzt hier gemütlich. Wie sieht's denn hier aus? Ah, mühsam, ne? Ja. Ich wollte den als nächstes machen, ne? Ja, wenn der die voll hat, ich lasse ihn alleine laufen. Ja, wenn der Kühlschrank 0,2, der füllt sich nur mit 0,13 auf, ne? Ist halt so. Na gut. Ja, das war die Nummer, was war denn das jetzt? Die 90, ne? Die 90. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn, lasst gerne auch ein Like da. Und wer nicht hat, ein Abo, natürlich. Gerne gesehen. Freue ich mich sehr drüber. Und, jo. Dann sage ich mal, in der nächsten Folge für euch übermorgen sehen wir uns dann wieder bei der 91. Und dann rechne ich auch langsam mit der Brunftzeit der Elche. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.